möchte nicht, dass alles 10 Jahre dauert oder so. Ja, ich bin schwer tot. Bis gleich. Ja! Ja! So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Force Unleashed. Ich habe mir mal wieder einen Charakter ausgesucht, aber den werdet ihr gleich sehen. Ich möchte erstmal wieder gerne skillen. Ich habe ja so wie auch immer wieder ein paar Skillpoints bekommen. Die werde ich auch jetzt gerne mal nutzen. Die werden vielleicht für das Level mehr oder weniger nützvoll sein. Deswegen habe ich zwei, da drei. Also mal gucken, was ich denn so mehr jetzt mal ausrüsten, auswählen kann. Hier schon mal gar nichts. Das ist schon mal sehr schön. Was kann ich denn hier machen? Ich nehme mal Kombo-Beherrschung, skill ich mal ein bisschen, Abwehrbeherrschung und nochmal Kombo-Beherrschung. Dann haben wir schon mal das ein bisschen mehr voll. Vielleicht ist es ja mehr oder weniger nützlich. So, hier kommen wir uns wieder einzeln skillen. An Macht-Kombos, was nehme ich denn da? Da gibt es gar nicht mehr so viel, ja. Ich nehme mal den Luftschock und den Luftangriff. Mal gucken, wie ich die benutzen werde. Ja, hallo, willkommen zurück. Ich gehe jetzt wieder ins Spielgeschehen und so. Wir haben wieder keinen richtigen Sound. Nur sein komisches Gestöhne, ja, hier. Und so ein paar Lichtschwerteffekte. Keine Ahnung, woran das liegt. Es geht schon gut los hier. Geht schon gut zur Sache. Da habe ich ja herausgefunden, wenn ich das Blitz so ein bisschen, den Blitzschub so ein bisschen benutze, geht das, ja. So, der wäre schon fast tot. Sauber. War das jetzt nur einer? Oh, scheiße. Also, ihr merkt hier schon, ja. Hier geht's richtig zur Sache, ja. Hier sind sie alle vertreten. Von allen Seiten werde ich angegriffen. Ich werde mir erstmal um diese kleineren hier kümmern. Weil dann kriege ich erstmal ein bisschen Leben dazu. Und dann sind wir die erstmal los. Weil wir werden jetzt von allen Seiten angegriffen. Mit die kleinen schon mal verwundet und angegriffen sind. Warum will das gerade nicht? So. Sehr schön. Ich muss mich mal irgendwo hier verstecken. Das Problem ist, dass die Sniper jetzt noch auf mich schießen. Hier oben sind irgendwo Sniper versteckt. Wenn die mich erstmal treffen, dann war's das. Aber es ist nicht so einfach. Hier ist jetzt so ein AT-ST oder was das auch mal darstellen soll. Muss ich gucken, dass ich das schaffe. Muss ich echt gucken. Der macht mir jetzt mehr oder weniger Schwierigkeiten. Oh Gott. Ach du meine Güte, ich darf nicht stehen bleiben. Oh nein. Ich bin tot. Scheiße. Das ist schwer. Aber ich überspringe das jetzt einfach mal nicht. Es ist ja der Anfang mehr oder weniger. Ich weiß nicht, wie lange das Level sein wird und ihr habt es auch bestimmt schon gesehen oder erraten. Genau. Es ist nämlich... Oh, stampf doch nicht die ganze Zeit, du Esel. Es ist nämlich Anakin, den ich jetzt hier einfach mal spielen möchte. Ja, einfach mal so, einfach mal aus Just und Vollerei. Ja, einfach Just for Fun und einfach mal so, meinte ich. Oh Gott, die machen mir so viel Schaden, Leute von überall. Ich muss mich hier erstmal um ihn kümmern, wisst ihr? Das ist aber nicht so einfach. So, jetzt, bitte. Ich muss den erstmal töten, ich darf jetzt nichts falsch machen. Genau. Ich glaube, der ist jetzt tot. Dann kriege ich schon mal ein bisschen mehr HP und dann geht der mir nicht mehr auf die Nerven. Das ist ja fast die größte Bedrohung mit gewesen. Mit den Snipern und der schweren Truppe hier. Oh, volle Leben wieder. Da kommt ja noch einer. Ja, Alter, da kommt ja noch einer. Ich gehe erstmal nach hier oben. Nee, ich muss die erstmal alle oben. Alle. Ich muss die Sniper erstmal von hier oben auslöschen. Mir bleibt nichts anderes über. Also, was, wo der Sound geblieben ist, Leute. Kann ich euch echt nicht sagen, das weiß ich nicht. Das ist komisch, ja, aber ich verstehe nicht, warum. Übrigens, Raphael, also Conan, den kennt ihr mittlerweile schon. Fuck, jetzt bin ich runtergeflogen. Den kennt ihr mittlerweile ja schon. Der hat mir gesagt, dass das ernsthaft das letzte Level sein soll, weil ich hatte ja gesagt, oh, wir sind jetzt hier im Schiff, aber es scheint so, dass das hier der Todesstern sein soll. Und wenn es wirklich das letzte Level ist, dann... Warum nicht? Stört mich nicht. Bin ich auch halbwegs froh, muss ich euch sagen, dass wir denn jetzt schon so weit sind. Dann ist das ja auf jeden Fall umso schneller vom Tisch, das Spiel. So, ich müsste ja jetzt alle Sniper getötet haben, ne? Dann gehe ich jetzt erstmal auf die Schwachen drauf. So, ich nehme mal so einen Boost. So.
Macht Energie wieder. Ach, mein Leben ist wiederhergestellt worden. Sehr schön. Also die immer wieder schön mitnehmen, ne? So, jetzt muss ich mich... Oh Gott, was machst du denn jetzt hier eigentlich wieder? Oh, ja, könnt ihr mich auch mal lassen, ne? Alter, scheiß doch die Wand an. Wie viele von denen kommen denn bitte schön noch? Ich will jetzt nicht unbedingt hier eingesperrt werden. Oh je. Okay, kommen jetzt hier alle hin, oder? Bin ich hier eventuell auch mal sicher. Er bleibt einfach hier vorstehen. Ja, warum nicht, ne? Wenn du als Einziger jetzt hier oben stehen bleibst. Ja, dann kann ich dich von hier aus jetzt schön töten. Läuft. Er trifft mich nicht. Und ich kann ihn einfach mal so töten. Die anderen? Obwohl, die anderen kommen jetzt hier auch rein. Oder? Ja, aber... Nicht mit mir. Du bist jetzt erstmal tot. Ich weiß, das war so ein bisschen lappenhaft, Leute. Aber ich muss mich ja irgendwie durchkämpfen. Wie, es kommt jetzt einfach noch einer. Nee, es kommt noch eine... Alter, wie viele wollen denn noch kommen, Leute? Habt ihr gerade gesehen, wie viele Truppen das sind? Gott. Das sind mega viele. Ich muss mich hier irgendwie ein bisschen durchkämpfen. Ach du Scheiße. Warum sind das so viele? Also man muss hier echt strategisch vorgehen. Ich bleib einfach mal so ein bisschen in Deckung. Das bringt ja alles nichts. Oh, schaut euch das mal an, bitteschön. 5 schwere Truppen. Ich habe ja schon Probleme gegen einen. Oh nein. Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Jetzt hier 5 Stück. Ich gehe mal wieder hier rein. Ich bin hier ja mehr oder weniger sicher. Dann kommt mal her, dann werde ich euch alle blitzen. 5 Stück, ey. Ohne Spaß. Das ist doch nicht mehr witzig hier. Alter, nee. Nee, oder? Haha, ich lach mich tot. Alter. 5. Jawohl, das wir von Anfang an machen. Wisst ihr was, ich muss jetzt hier gleich in die Mitte am Anfang hier, ne? Ich glaube, da komme ich dann noch weiter. Nee, das gebe ich mir nicht. Ich glaube, ich muss noch nicht mal alle töten. Das gebe ich mir nicht. Ich werde hier nicht gegen alle kämpfen. Ich bin nicht Superman. Ne, das könnt ihr ja mal schön vergessen. So, ich gehe jetzt nach oben. Wo ist der Weg nach oben? Dann werde ich die Snipers mal ausschalten. Und dann hier so ein, das Ding in diesem Viech hier. Da kommen ja 2 Stück von, ne? Das ist sowas von heftig. Das ist richtig heftig. So, einfach mal die Abkürzung nach oben nehmen. Ach, gibt's ja nicht. Lass mich wieder nach oben. Oh, das Spiel, das raged mich so ab. Bin noch kein Zentimeter Stück weiter von noch vorangekommen hier. Noch keinen Zentimeter bin ich jetzt weiter. Wisst ihr, Leute, das regt wirklich immer am meisten auf. Man spielt es so und so lange schon und im Grunde genommen, wenn man tot ist, hat man alles verkackt hier. So, lass mich mal bitte hier... Oh, ich komme nicht rein, wenn mich alle stören. Wie soll ich denn so taktisch hervorgehen? Von irgendwo werde ich nochmal abgeschossen. Ich habe hier 2, auf beiden Seiten habe ich Leben, das ist mir schon klar. Die sollte ich auch mehr oder weniger aufheben, ne? Das ist ja ganz nützlich dann. Ich darf aber auch nicht stehen bleiben. So, hier, du gehst mal bitte schön sterben. Verpiss dich. Tut mir leid, wenn ich jetzt nur auf Skill setze. Aber, so unfair wie das ist, kann man doch nichts machen hier, oder? Lol, wie viel Leben hat der einfach schon verloren? Alter, was geht bei dir? Warum ist denn der schon so beschädigt? Okay. Aber man darf auch nicht hinfallen, nicht hinfliegen, weil sonst hat man... Sonst hat man verkackt. So, wenn ich den jetzt erstmal töte, ja? Dann kriege ich auf jeden Fall erstmal ein bisschen Leben. Ich habe ja noch nicht so viel verloren. Komischerweise habe ich schon so viel erledigt. Ich weiß nicht, der Run, der geht gerade. Das ist ja in Ordnung. Übrigens ist das jetzt ein goldenes Lichtschwert. Eine goldene Klinge, die ich ausgerüstet habe. Von denen her. So. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Das ist so schwer.
Aber richtig. Was habe ich denn eigentlich für eine Schwierigkeit ausgewählt? Die leichteste oder habe ich Mittel genommen? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, schon so lange her. Ach du Kacke. Mann. Ich muss immer in Bewegung bleiben. Vor allem, ich darf auch nicht so oft und viele Blitze machen. Weil ich brauche erstmal ein Leben. Habe ich das schon eingesammelt? Warum ist da kein Leben mehr? Okay. Nehme ich das mal auf der anderen Seite. Weil guck mal, wenn ich Leben noch habe. Ich weiß nicht. Ich kann euch gerade nicht sagen, was ich euch sagen wollte. Ja, ich kann halt nicht wirklich oft in der Luft oben stehen bleiben. Das bringt nichts. Also ich gehe jetzt mal nach oben. Ich bin von oben ja ein bisschen sicherer. Aber man muss hier so ausweichen und springen. Das ist richtig heftig. Weil ihr habt keine oder kaum Sekunden Zeit, um stehen zu bleiben. Dann werdet ihr schon wieder beschossen und so. Und das Spiel raged irgendwie. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr hier auch mal des Öfteren mal geraged habt oder ragen musstet. Weil ohne Spaß ist es doch nicht mehr feierlich hier. Ja. Ich überspringe das. Leute, ich überspringe das gleich, weil ich will jetzt nicht wieder alles ins Überlängmäßige ziehen, ja? Ich möchte nicht, dass alles 10 Jahre dauert oder so. Ja, ich bin schwer tot. Bis gleich. Das fuckt richtig ab. Hahaha! Ausgetrickst! Wichser, alles Wichser hier. Ihr nicht erwartetes Spiel. Das fuckt mich richtig ab. Seid vorsichtig. Der Strahl befolgt einen regelmäßigen Zyklus. Geht in Deckung, wann immer er feuert. Richtiges Scheißspiel. Okay, wir sind im letzten Level, wir sind im Todesstern. Also es könnte ein bisschen lauern, das Level hier. Ja, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe, glaube ich, vergessen im Spiel ein bisschen öfter mal... ups, falscher Knopf. Ich glaube, ich habe vergessen, ein bisschen öfter mal Schutzschild zu benutzen. Das habe ich ja... das hat geholfen auf jeden Fall. Während des Kampfes. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich hin muss. Ich begib mich mal hier nach da. Ich glaube, da drüben muss ich, das Ding muss ich kaputt machen. Dann komme ich da durch. Das ist jetzt nicht so ein schwerer Abschnitt, aber es geht auf jeden Fall. Also, ich habe... ihr habt ja gesehen, erstmal kommen so ein paar Leute und dann muss man ein AT-ST besiegen und dann kommt noch einer. Aber ich habe den allerersten, den habe ich... Nee, ich habe den ersten besiegt, den zweiten habe ich verschont und da war halt nur noch ein AT-ST. Ich hätte danach noch ein paar andere besiegen müssen, ist mir klar. Ich habe einfach die Fort aufgemacht unten, wo ich in der Mitte machen musste. Bin einfach weggegangen, wo noch ein AT-ST da war, aber ich wollte mir die anderen Gegner nicht noch geben und deswegen bin ich jetzt weiter. Bin froh darüber, also es war wirklich echt. Sowas kotzt einen immer richtig an. Das ist mega übel. Meiner Meinung nach richtig schwer. Jetzt muss ich gucken, dass ich ja weit, weit vorankomme. Okay, hier gehe ich mal in Sicherheit. Zack, also die gehen wirklich alle noch. Das sind jetzt nicht die übelsten Motherfucker, ne? Also, das ist mehr oder weniger eigentlich noch machbar hier. So, hier halte ich mich jetzt einfach mal auf. Geht's hier denn weiter? Ja, es gibt hier einen Fahrstuhl, oder? Oder ist das einfach nur so ein Raum zum Verstecken? Okay. Die haben mich schon mal aufgehalten, die ersten Gegner. Also, wie gesagt, so welche sind kein Problem. Das geht völlig klar. Aber davor, das, also, das hat mir früher schon zu schaffen gemacht. Das ist doch... Da musst du so viel Glück haben teilweise, weil das einfach nur so unmenschlich schwer ist. So, den ignoriere ich jetzt einfach mal. So, ich gehe hier einfach mal rein, genau. Bei euch mache ich mal Party. Kommt eh gleich die nächste Ladung. Also man merkt schon, dass es der Todesstern ist, ne? Keine Frage. Keine Frage, weil hier kommt ja der Laser und so. Ich werde den einfach mal jetzt grillen lassen. Wir werden mal ein bisschen hier ein bisschen fies sein. So, er kann ja jetzt gerade mal nichts machen. Und den lassen wir jetzt einfach mal grillen. Mach's gut, Freund. Tschüss. Mal gucken, was mit der Laser mit einem also anrichtet. Oh, das ist ja nicht so schön. Der tat, glaube ich, ein bisschen weh. Ah, hier, guck mal, hier ist noch was zum Einsammeln. Nehmen wir euch mal mit. So, und weiter geht's. Also, der Abschnitt, der gefällt mir. Der macht auf jeden Fall... Der ist schöner. Der ist auf jeden Fall einfacher. So, warten, bis der Laser ganz weg ist. Und weiter geht's. Aber wie gesagt, das davor, was wir da gemacht haben, mega unmenschlich. Sollen sie es versuchen? Sollen sie es versuchen? Ich denke mal hier. Hier werden sie es mir nicht zu übel machen.
Hallo, ihr da. Die gehen, ne? Die gehen hier. Die sind ja jetzt nicht zu OP. Aber ich glaube, hier kommen keine Laser hin, ne? Hier in den Zwischenräumen. Das ist gut.